Hallo und willkommen zusammen. Heute stelle ich euch den neuen Impuls AC Apex Frame vor. Dazu die passenden Motoren für ein 6S Setup, die Essex Stout 1750 KV. Die werde ich euch dann später zeigen. Jetzt schauen wir uns erst einmal an, was wir hier beim Apex Frame, das ist der Lightweight oder die Lightweight Edition von Mr. Steel, alles in den zwei geilen Tüten hier dabei haben. Ich würde sagen, machen wir mal das erste auf. Wie befürchtet habe, ist das Zeug verschweißt. Darum haben wir hier die Schere hergerichtet. Form schön im Rot, was gar nicht dazu passt. Und somit ist das Teil soweit schon mal offen. So, kippen wir mal die erste Tüte raus. Wie man sieht, Mr. Steel Apex FPV Frame Kit Lightweight. Und hier wahrscheinlich noch die Bestellnummer oder was das ist. Und da oben die Kurzbezeichnung. Aber weniger relevant für uns. Ja, was haben wir jetzt hier alles? Beziehungsweise mit was fangen wir an? Wir haben hier die Warranty Card, braucht man, weil man für diesen Frame hier eine Garantie bekommt, 2 Jahre. Wie genau das ist, weiß ich noch nicht. Angeblich soll es ähnlich sein wie bei Amatan. Wenn was bricht, kriegt man es getauscht. Da muss ich nur genauer nachlesen und das wird sich in Zukunft sicherlich rausstellen. Hier haben wir dann die Arme. Fangen wir mal einfach von oben an mit dem Berg. Und Donnerwetter, jetzt habe ich keine Schublehre da. Aber so gefühlt haben die locker 5 mm, sage ich mal. Also schon ordentlich. Und wie man hier sieht, haben wir diesmal keine Lochbohrung bei den Motorwellen. Also hier geht das Loch nicht durch. Das bedeutet, wir müssen schauen, dass erst einmal der Motor reinpasst, beziehungsweise die Schraube nicht übersteht. Was eigentlich bei allen neuen Motoren der Fall sein sollte, wenn man nicht irgendwas Außergewöhnliches hat. Und ja gut, wir haben das bei unseren 7 Zoll auch gemacht. Wenn es einem nicht gefällt, muss man es halt einfach durchbohren. Aber das schützt definitiv das Lager von unten, dass kein Dreck reinkommt. Kann man Vorteile und Nachteile haben, Glocke wechseln, wird dadurch schwieriger, muss man halt 4 Schrauben abmachen. Aber wie gesagt, zur Not, wenn es einem gar nicht gefällt, bohrt man es einfach durch. Und der Arm ist wirklich ein richtig dicker Wummer. Vielleicht holt dann später noch einen anderen Frame hier, einen Alien, dass man den Unterschied sieht. Und das Plastik gerempelt zur Seite. Hier haben wir dann nochmal 2 Arme, weil 4 Stück braucht man logischerweise. Dann schauen wir uns mal die, was das jetzt ist, die Bottom Blade wahrscheinlich an. Man braucht, die ist auch zweiteilig gehalten wie beim Reverb. Jetzt sagen jetzt wieder viele, ja, das ist ja nichts anderes wie ein Reverb, aber der Frame ist definitiv anders, sage ich einmal. Er ist zwar ähnlich aufgebaut, aber er hat ein paar Gimmicks, was den Frame definitiv komplett anders macht. Standoffs. Gut. Also die Bottom Blade hat auch gute, Mensch, Schublehre nehme ich das nächste Mal mit, ich sage mal 2 bis 3 mm irgendwas dazwischen. Carbon, naja gut, gehört ein bisschen gereinigt, wie man sieht. Schwarz ist immer, aber nicht so schlimm wie bei den anderen Frames. Auch sehr schön, dass mir bei den Senkkopfschrauben hier die Versenkungen drin hat, sage ich mal, und nicht wieder stupide die Schrauben aufliegen lässt. Das gibt halt einen gewissen Vorteil, Akkubereich oder Lipostrap oder sonst was, dass das nicht gleich aufreißt. Carbonqualität ist natürlich wie bei Impulse AC wieder hervorragend. Definitiv, da bin ich auch überzeugt davon. Das sieht man hier an der Musterung, sage ich mal, wenn man es ein bisschen erkennen kann. Da kann man sich eigentlich verlassen drauf. Lipostrap, Impulse AC, 2 kurze, ich hoffe mal, das sind Plast, nein, das sind Aluminium-Standoffs, also 2 kurze Aluminium-Standoffs haben wir hier noch. Dann haben wir hier die Top-Blade. Zuck. Ja, gibt es nicht viel dazu zu sagen. Wir kommen dann oben drauf, darum schimpft sich das ganze Top-Blade. Dann haben wir hier noch weitere Standoffs, auch in Aluminium, jeweils 4 Stück. Ja, dann hier der ganze Schraubensatz. Das Besondere an der Lightweight Edition ist, dass wir hier ein paar Aluschrauben dabei haben. Das zerlege ich jetzt nicht einzeln und zerrupfe,
aber ich kann einmal hier eine rausnehmen, so eine Schraube, sage ich mal, dass man auch am besten eine silberne, dass man sieht, dass hier oben, ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen, eine Scharfstellt irgendwann einmal, dass hier oben dann schon eine Schraubensicherung angebracht ist. Also die erwärmt sich praktisch beim Reindrehen und wird dann fest. Somit braucht man zusätzlich keine Auftragen. Dann haben wir hier den Kamerahalter. Impuls-Assi typisch zwei Carbon-Teile an der Seite. Ist jetzt nicht so ausgefuchst wie beim 5 Zoll Alien. Relativ schlicht gehalten. Soweit ich weiß, passen dann nur die Foxeer-Kameras rein. Also sprich die, wo die drei Löcher übereinander haben, dass wir das im richtigen Winkel verstellen haben. So dieses Ranken-Prinzip, wo der Bügel nach hinten geht oder wo man den Bügel nach hinten nehmen konnte, muss man Löcher bohren oder wird man bestimmt irgendwann Druckteile dafür bekommen. Da bin ich überzeugt davon. Dann haben wir hier, das ist auch aus Aluminium übrigens, auch wenn es auf den Fotos immer nach Kunststoff aussieht, den Halter für die SMA bzw. RP-SMA-Verbindung vom Videosender. Und darum haben wir auch hier die kurzen Standoffs dabei, weil die ergänzen das Ganze dann im Frame. Also wahlweise das Teil oder die langen Standoffs verwenden, kann jeder machen, wie er will dann. Hier haben wir noch ein kleines Teil, das ist übrigens sehr, sehr wichtig, aufpassen, dass er das nicht verliert. Das wird nämlich dann zum Schluss, ich kann es mal kurz demonstrieren, mit dem Frame zusammenschraubt, kommt dann hier das sozusagen als Sperre rein, dass die Arme nicht zu sehr arbeiten können. Weil wenn es nur verschraubt werden, können diese Arme, sage ich mal, noch wobbeln nach links und rechts. Das hatte bei so einem Matean-Frame mal. Das war nicht sehr schön. Und wenn da Gegengewicht da ist, dann wird das Ganze definitiv etwas steifer. Was hier auch, weil es gerade sehr anders ist, da sieht man schon mal, dass das kein Reverb-Rahmen ist. Wir haben hier nur zwei Schrauben. Einmal eine Senkkopf und einmal eine Schraube zum Durchschrauben. Also diese Einpressmuttern oder wie man es auch nennen will, kommt da rein. Und da, wenn er die bitte einbaut, nur so weit anziehen, dass kurz aufliegen, sehr, sehr wichtig. Und den letzten Millimeter, sage ich einmal, den drückt es dann beim Zusammenschrauben vom Frame, drückt es das richtig zusammen. Aufpassen, dass er das nicht verliert, wichtiges Teil. Dann, was haben wir hier noch? Ja, die zwei typischen Pfeilen von Impuls-Assi, ich muss aber gestehen, dass die aktuell etwas kleiner ausfallen. Die alten waren größer. Hat jetzt mehr die Größe von der Nagelfeile oder noch etwas kleiner. Aber gut, ich denke mal, so oder so erfüllen die beiden Pfeilen ihren Zweck. Nettes Gimmick, muss man zwar nicht unbedingt haben, aber ich muss sagen, ich habe die Dinger schon öfters mal gebraucht. Mittlerweile habe ich zwar zu viele von den Teilen, aber definitiv mitgedacht und das ist ein Centartikel, sage ich mal, in der Massenproduktion. Dann haben wir die Lipo-Halter in zweifacher Ausführung. Einmal zum Aufgeben, wollen wir die Bottomblade hier. Ja, so rum, da ist vorne. Zum Aufgeben, dass wir den Akku mit Klettverschluss anbringen können. Oder halt in der, ich nenne es jetzt mal schweren Version, mit diesem Gummi hier als Anti-Rutsch-Pad für den Lipo. In halt der Standardgummierung oder wie man das nennen will. Ja, da muss sich halt dann jeder entscheiden, was er machen will. Gewichtstechnisch ist da definitiv ein großer Unterschied. Das können wir mal kurz prüfen. Die Waage habe ich inzwischen auch repariert, beziehungsweise neue Akkus rein. Wollen wir gleich mal sehen, was da Unterschied ist. Also, das Teil wiegt ja 1,47 Gramm. Mit Papier dran und da tun wir mal die Teile raus, dass wir nicht bescheißen, sage ich mal. Weil die brauchen wir auch nicht beim Fliegen. Das Papier lasse ich jetzt einmal. Naja, nehmen wir es auch mit raus. Und da haben wir noch eins. 1,47 Gramm zu 9,21 Gramm. Das ist natürlich eine Hausnummer, sage ich mal. Wenn man wirklich als Leichtgewicht bauen will, muss man sich überlegen, was man macht. Jetzt kann man sagen, ja, der Klettverschluss auf dem Lippen braucht auch wieder was.
gut, aber ich denke mal so 5 Gramm oder 6 Gramm kann man sich definitiv dadurch einsparen. Dann, was haben wir denn alles in der zweiten Tüte? Einen weiteren Lipo-Strap, der ist etwas, wenn ich den nochmal finde, etwas breiter gefühlt. Aber das täuscht mir jetzt, das sind gleich. Somit haben wir zwei Lipo-Straps dabei. Holen wir hier mal ein bisschen auf, dass wir mal wieder Platz haben. Dann den typischen Schaumstoffkeil. Der Stil verwendet den eigentlich nur. Ich habe den auch eine Zeit lang verwendet, hat mir auch viel Spaß gemacht, sage ich mal. Aber dann irgendwann bin ich doch auf Druckteile umgestiegen. Was ich jetzt bei dem Frame mache, weiß ich noch nicht. Da lassen wir mal überraschen. Aber seien wir mal guter Dinge, vielleicht werden wir original aufbauen. Dann haben wir ein XT60-Kabel dabei. Mit, muss ich auch mal sagen, ABG14 Kabel, also die dicken, fetten Kabel sind anscheinend out, da ist mir jetzt drauf gekommen, dass man nicht mehr so viel braucht und ich muss auch zugestehen, auf 6S fliegt mir Alien mit maximal 60 Ampere, wenn ich Vollgas gebe, also warum so dicke Kabel, sage ich mal. Bei 4S ist es was anderes, da knallt er auf Maximum rein, 160 Ampere oder so, der Reverb, was ich habe, da ist es natürlich eine andere Geschichte. Auch sehr schön, dass man einen schwarzen Lipo-Stecker hat. Und ist von der Firma Amann. Oder wie es die sich schimpft, also Markenfirma. Kein billiger Lipo-Stecker, der wo gleich zusammenschummern sollte. Dann haben wir die sogenannten Druckteile. Oder, ja, wie man es auch nennen will, also diese Schützer. Dazu muss ich sagen, das ist kein Druckteil, Entschuldigung, da habe ich versprochen. Das ist Spritzgussplastik. Also der Frontbumper. Der Seitenbumper für die Arme, die Landefüße oder wie man es auch immer nennen will, sage ich mal, muss man jetzt überlegen, ob man es drauf baut oder nicht. In der Lightweight-Version schmeißen wir es runter oder auch nicht. Moment, mal gleich wieder das Teil, wenn es herkommt. In der Lightweight-Version könnte man sich dadurch natürlich, wenn man es weglässt, wenn wir schon so penibel sind heute, messen wir mal alles mit den ganzen Teilen hier. Gute 12,50 Gramm sparen, wenn man es weglässt und dafür dann diesen Schaumstoff drauflegt, der wo 1,20 Gramm wiegt. Lässt sie mir auch, der ist hier so eingeschnitten oder auch nicht. Oder kann man dann einschneiden, klebt man halt dann hier auf, wie wir es kennen von den anderen Landepads, und landet auf dem Schaumstoff. Dann haben wir hier noch einen Crossfire, TPS Crossfire Mount für die Immortal T. Der ist übrigens sehr gut gemacht, der gefällt mir recht gut, weil der wird einfach, das ist vorne, das dürfte hinten sein, wenn mich nicht alles täuscht, ja. So angebracht, die Immortal T wird hier unten durchgesteckt. Und dann kann man einfach Kabelbinder drum rum und da kann man die Standoffs durch. So was Ähnliches hatten wir schon beim unseren 7 Zoll, dem wo der Koya FP Koya gezeichnet hat. Auch so ähnliches Prinzip, aber ohne Druckteil. Wir haben es da auch unten nur mit den Löchern, sage ich mal, gemacht und dann konnte man die Immortal T anbringen. Beide Teile sind in diesen Coyote und in Schwarz verfügbar. Auf den Bildern sieht man nur ab und zu rot. Ich glaube, das kommt man extra auswählen. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Aber gut, wahrscheinlich werden die bei mir eh wegfallen. Und wenn, dann werde ich die schwarzen nehmen. Da lassen wir uns nochmal überraschen. So weit, so gut. Impuls AC. HQ Prop. Okay, HQ Props habe ich keine gefunden, wo die Tüte jetzt herkommt. Das war von dem Zeug. Okay. Lässt vermuten, dass das Plastik anscheinend von HQ Props gefertigt wird. Weiß ich nicht, kann sein, aber warum sollte der Aufdruck sonst drauf sein? Oder Schleichwerbung. Dann haben wir hier noch die Tüte mit der Elektronik. Zuck. Und zwar ist nämlich an diesem OSD mal was Besonderes. Das ist zweiteilig und ich sage mal, soweit ich das weiß, ist da die Software vom Wolf PDB drauf oder vom Alexander Wolf.
Das bedeutet, wer Wolf PDB hat, wird sich mit diesem OSD sofort zurechtfinden. Schauen wir einfach mal nach, wie das gute Ding ausschaut. Einziges, was nicht haben soll, ist diesen Stand, der wo den Strom misst, sage ich einmal. Aber da bei der KISS, sage ich mal, bei jedem ESC sowieso der ganze Stromampere-Verbrauch über die ESCs gemessen wird, ist das Ganze eigentlich kein Beinbruch. Und Betaflight kann's, haben meistens auch schon eigenen Stand drauf. Weiß gar nicht, ob das Ding mit Betaflight funktioniert, das wird sich noch rausstellen. Aber mit KISS, so wie ich aufbauen werde, wird es definitiv funktionieren. Wir haben hier auch die LEDs dabei, wie man sieht. Da bin ich aber am Überlegen, ob ich die schweren Dinger weglasse und die Teile von FATEC nehme, weil die sind, schade, dass ich das gerade nicht da habe, die sind halb so groß, sage ich mal, und halb so breit, machen dann definitiv einen besseren Eindruck. Aber jetzt zum OSD. Hier haben wir übrigens noch einen, ich werde mich überraschen, wie lang das der hält, einen USB-Mikro-Schutz oder Kappe dabei. Weil ich glaube, der wird bei mir eh nicht lang leben drum lassen hier unten. Also wie gesagt, dieses OSD ist zweiteilig, ähnlich dem Impuls-AC, dem Wolf-PDB von Impuls-AC. Aber der große Vorteil ist nun mal bei diesem guten Stück jetzt, dass das ist das Heck. Das ist dann die Front, sieht dann so ungefähr aus, oben das andere drauf. Dass dieses OSD hier hinten auf kleinen Abstandshaltern im Heck hinten montiert wird. Da können wir dann, was weiß ich, irgendwas draufgeben, unseren Crossfire Nano oder sonst irgendwas. Und das, wenn ihr jetzt die Teile findet für die Vorderseite. Ne, irgendwas stimmt jetzt nicht. Irgendwie mache ich da jetzt gerade alles mal so. Ist ja egal. Das ist das gute Stück nämlich. Okay, hat schon gestimmt. Also sehe ich gerade, der hat nur auf der Unterseite Nasen, dass ihr das Teil auch wirklich nicht verkehrt rum aufstecken könnt. Also nicht wundern. Hier habt ihr nur eine Nase und oben auf habt ihr zwei Nasen. Kommt nämlich das gute Stück hier rein und das Teil hier soll dann, das ist jetzt mal wieder meiden, hier auf der Rückseite so angebracht werden. Muss ich nur genau nachschauen, wenn man das hinfriemelt, sage ich mal. Ah, jetzt hat es eingerastet. Dann liegt das gute Teil da hinten dran. Wird über die Standoffs ein bisschen gegengedrückt. Ich denke mal, müssen wir nur ein bisschen isolieren. Somit kommt man immer an den USB-Stecker perfekt dran. Und man kann das Ganze, den ganzen Aufbau wesentlich niedriger halten, weil man das PDB nicht unter dem ESC und der FC hat. Und somit gewinnt man eigentlich wieder, ich sage mal, ein Turmstück an Höhe, was man wegmachen kann. Von daher ist das eine richtig coole Idee. Wir haben hier Stecker. Den ganz normalen Molex irgendwas Stecker, keine Ahnung, ich kann mir die Namen aber nicht merken. Oder wir haben ganz reguläre Lötpads drauf, wie man sieht. Von daher, selbst wenn der Stecker mal abreißen sollte, kann man es definitiv wieder super auflöten. Und wir haben auch hier das Mikro drauf, also wie gesagt, ist identisch zum Wolf PDB bis auf den Current Sensor. Dann haben wir hier noch das ganze Kabelgedöns dabei. Da werde ich mich noch genauer damit befassen, wo was hinkommt. Hier, wie man sieht, haben wir schon mal ein KISS-Kabel. Dann haben wir hier ein weiteres Kabel. Soweit ich weiß, sind die zwei für die LEDs irgendwie. Die gehen nach links und rechts weg und das eine geht nach vorne und das andere geht zur FC hoch. Aber da muss ich mich wirklich erst einlesen und da gibt es vielleicht extra ein Video dazu, wenn ich ihn aufgebaut habe. Dann sehe ich gerade noch, wir haben hier eine kleine Tüte vergessen. Wir haben hier noch was Besonderes dabei. Und zwar sogenannte Kabelschützer, sage ich einmal. Und zwar, wenn man das richtig rum drauf macht, kommt da das als Kabelschutz drauf. Dann haut man da ein Kabelbinder oder Isolierband rum oder ein Kabelbinder und dann
So, dann gehört es rauf. Dann haben wir hier einen kleinen leichten Schutz für unsere Kabel, wenn der Propeller nach unten schlägt, dass dann nicht direkt alles gekattert wird wieder. Coole Idee. Das Zeug, muss ich auch sagen, wiegt echt fast nichts. Das bringt ein Mehrgewicht an. Wenn wir schon die Lightweight haben, dann wollen wir auch wissen, was das Zeug wiegt. An knapp 5 Gramm, also 5,01 Gramm. Und das werden wir definitiv drauf machen, weil das ein guter Schutz ist, dass die Kabel nicht abkatte. Ja, was haben wir noch? Wir haben unsere Essex V3 Motoren. Stout 1750 kV, Essex und Smooth Freestyle Motor. Ich habe mich für die Motoren wieder entschieden, weil ich mit dem V2 sehr zufrieden bin. Es ist umstritten, weil die Sylk hat Qualitätsprobleme gegeben, sage ich einmal. Die Sylk selbst habe ich noch nie geflogen, aber man hat nicht viel Gutes gehört. Bei den Stout V2 muss ich sagen, ich kann nichts sagen gegen die Motoren. Die laufen sauber, ziehen maximal 60 Ampere mit den S3 Propellern von HQ oder den Essex S3. Gibt es nichts zu meckern dran, sage ich mal. Und darum habe ich mich auch für den V3 wieder entschieden. Der hat das mal 50 kV mehr. Gewichtstechnisch habe ich es jetzt gerade nicht im Kopf, aber die geben ja das Gewicht immer mit den Kabeln an. Jetzt schauen wir einfach mal nach, was das Ding wirklich wiegt. Ja, 30,02 Gramm mit den Kabeln. Dann kann man noch, wenn man will, natürlich diesen Motorschutz mit anbringen, sage ich mal. Beziehungsweise es sind zwei mit drin. Und die, was auch sehr schön ist, wir haben hier diese Aluminiummutter mit Schraubensicherung. Da gibt es zwei verschiedene Versionen, eine hohe und eine niedrige. Und das hier ist die niedrige Version davon. Gut, wie gesagt, nochmal zu dem Motorschutz zurückzukommen. Der ist eigentlich recht genial. Der rastet nämlich hier unten, wenn man das richtig macht und da durchzieht, rastet der auf der Motorhalterung richtig geil ein und kann dann auch mit verschraubt werden. Gewichtstechnisch der kleine Ring, naja, 0,75 Gramm und der große 1,8 Gramm, 1,79. Ob man das jetzt mit verschraubt oder nicht, muss jeder selber wissen. Ich persönlich lasse die Dinger herunten. Wäre tatsächlich schon ein richtig geiler Bumper, aber ich sage immer, wenn ich irgendwo lande, ungewollt, wohlbemerkt, und da Sand oder Dreck ist, dann schiebt sie der hier dazwischen und dann schleift man der hier oder knickt hier oder wetzt hier den Motor zusammen und das ist definitiv dann schlimmer, als wenn er kurz irgendwie im Sand auf der Glocke aufschlägt, sage ich mal. Sand sollte man im Allgemeinen irgendwie ein bisschen meiden. War ich lange Jahre im Kieswerk mit DRC Autos unterwegs. Da würde man eher vielleicht für den hier entscheiden, aber wie gesagt, überall wo man zumacht, wenn was reinkommt, kann es nicht mehr rausfallen. Von daher muss man selber wissen, ob man das verbaut oder nicht. Ich bin kein Freund davon. Von daher lasse ich es weg. Ja, das war es jetzt im Großen und Ganzen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal ein Like da und abonniert mich. Und ich denke mal, eventuell werde ich den Frame dann noch vorstellen, wenn er fertig aufgebaut ist. Wenn ihr es wissen wollt, wie ich das komplett aufgebaut habe, lasst mal was in die Kommentare da. Aber ich kann euch jetzt zum Abschluss eigentlich, ach du Schande, mal kurz zeigen den Unterschied zu den Armen, was ich gemeint habe. Wenn man hier das jetzt anschaut, das ist der Alien Frame von Impulse AC. Also die haben einen guten Millimeter mehr, die Arme. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Scharfstellen bitte. Ah, mag er mir heute nicht. Also die haben definitiv einen guten Millimeter mehr als die normalen Arme. Okay, das war's dann. Lange genug gequatscht. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Like und Abo. Danke fürs Zuschauen.